Hallo und herzlich willkommen heute zur Ziehung der Tageskarte für den 20.03.23. Ich bin mal gespannt, was uns das Black Cat Tarot für heute an diesem Tag mitteilen möchte, womit wir uns heute am besten befassen sollten. Und da sind sie schon gefallen. So, wir haben heute zwei Karten bekommen. Einmal die 4 der Münzen und einmal die 7 der Schwerter. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir fangen mit den 4 der Münzen an, da sie zuerst rausgefallen ist. Und die Münzen bedeuten ja immer etwas mit Wohlstand und Wohlwollen. Die Stärke der 4 der Münzen bedeutet kontrolliert sein. Die Chancen, sich aus einer festgefahrenen Situation zu befreien. Also, heute ist es möglich, Situationen, wo man das Gefühl hat, dass sie sich festgefahren haben, dass sie stagnieren, dass man keine Lösung findet, anzusehen und zu bearbeiten. Die Schwächen dieser Karte sind geizig, materialistisch und besitzergreifend zu werden. Und die Gefahren sind, ein nicht erfülltes Leben zu führen, entweder materiell oder geistig. Also möchte sie uns auch darauf aufmerksam machen, dass wir uns auch übernehmen können und so unserem Geist und unseren Finanzen oder unserem Haben nicht gerecht werden können. Die Botschaft dieser Karte ist, wenn du alles um dich herum kontrollieren und andere zu deinem eigenen Vorteil manipulieren willst, kann das dazu führen, dass sich das Blatt gegen dich selbst wendet und dein Leben dadurch unglücklich wird. Die Karte möchte uns darauf aufmerksam machen, dass wir keine Menschen zu unserem Vorteil manipulieren sollen. Wir wollen unsere Ziele erreichen, wir sollen auch alles daran setzen, diese Ziele zu erreichen, aber wir sollen keine Menschen manipulieren. Denn eine Manipulation setzt voraus, dass man den eigenen Willen des anderen Menschen beeinflusst und das ist nicht gewollt von der geistigen Welt. Dazu haben wir die 7 der Schwerter noch bekommen. Die hatten wir ja schon mal die letzte Woche. Die Stärken dieser Karte sind mysteriös. Die Chancen, der Wahrheit ins Auge zu sehen. In Verbindung mit den 4 Münzen, die uns davor warnen wollen, etwas zu manipulieren, zeigt uns diese Karte, was wir eigentlich versuchen zu manipulieren oder wen wir versuchen zu manipulieren. Es ist also der perfekte Tag, um nochmal innezuhalten und zu schauen, ob das, was wir tun, wirklich das Richtige ist. Die Schwächen dieser Karte sind natürlich die Unehrlichkeit und die Gefahren, allein leben und von eventuell unehrlichen Menschen umgeben zu sein. Die Botschaft ist, die Menschen um uns herum sagen uns oft, wer wir wirklich sind. Du hast die Macht, den Kurs deines eigenen Weges zu ändern und bessere Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Ihr kennt doch bestimmt alle das Sprichwort, sage mir oder zeige mir, mit wem du dich umgibst und ich sage dir, wer du bist. Auf dieses Sprichwort in diesem Zusammenhang möchte uns die Karte aufmerksam machen. Wir sollen unser Umfeld genauer begutachten und genauer sehen und anhand dessen entscheiden, ob wir unbewusst manipulieren oder auch manipuliert werden, ob wir unehrliche Menschen um uns herum haben oder ob die Menschen für uns gut sind. Ich wünsche euch viel Erfolg heute beim Herausfinden dieser Aufgabe, beim Innehalten und beim Schaffen. Ansonsten
Bis morgen.